Ah, hier. Okay, Level 20 freischalten, ist mit einem Sidequest verbunden. Ist hier richtig, oder? Not to worry, just stick to the plan. Demon, you're dealing with me. Fire! Fire! I'll keep them occupied. Fire! My offer. Reverse way. Draw them. I am better than ever. Damn. You're dealing with me. Appreciate it. I can do this. Draw them. Cheers for that. Get it, slap. I'll get you next time. Fire! You look great. Warte mal, unter System, Heldenübersicht. Oh, man kann da die Stimmen von den Dudes sehen. Hier fehlen mir sogar zwei. Wack. Setze die Haupthandlung fort. Sprich, vier Glücksklee und schließe Junis Nebenhandlung ab. Okay, setze die Haupthandlung fort. Ausbildung der Verlorenen. Und Haupthandlung, Haupthandlung. Das weiß keiner, das weiß keiner. Okay, ich find's krass, dass die anscheinend noch mehr Story einfach haben, aber das macht Sinn, glaube ich. Aber gut, wir müssen einfach nur weiterspielen anscheinend für die meisten Sachen hier, und das finde ich okay. Also ich spiele es zum ersten Mal und ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Das heißt, wir haben alle was Neues gelernt jetzt. Ist das jetzt hier oder ist das nicht hier? Ich bin leider dumm. Okay, es ist hier, glaube ich. Oder? We've been spotted. Ich mag es, wie ich konstant geheilt werde. Das ist übelst cool. We can do this.
Cooler Shit. Okay, killen wir einfach alle hier. Was soll's? That was spectacular. And I was the MVP. You were all thinking it. Be at rest. Hier ist anscheinend noch irgendwas. Aber das ist da oben, oder? Genau. Ach. Ich muss wahrscheinlich echt von der anderen Seite da hoch, ne? Weil hier geht's nicht weiter. Was? Wo kommt die denn her? Sind wir hier doch richtig? Okay, anscheinend sind wir hier doch richtig. Soundeffekte. Mega gut. Wow, got a rare doodah right here. Voll cool. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ich hätte ernsthaft damit gerechnet, dass ich jetzt einmal um diese ganze Sache rumrennen muss. Was wahrscheinlich am Ende auch schneller gewesen wäre, als wenn ich jetzt hier super eklig dumm hier reinlaufe. Oh, yeah.
Ach, das war so ein starker Dude. Kennt man das, dass es so ewig gedauert hat, bis er stirbt? Finden wir mal den Schlüssel. Hau raus, Junge. Ich habe immer mal wieder dran gedacht, dass ich vor Ewigkeiten so ein Spiel gespielt habe, was einfach so krass geruckelt hat, als es regnete, dass einfach so das ganze Spiel asynchron wurde. Stellt sich heraus, es war Xenoblade Chronicles 2. Als du so in das erste Dorf reingelaufen bist. Teil of Torrigoth in der Base-Version. Wenn du da einfach während des Regens in die Cutscene läufst, läuft das Spiel so langsam, dass die Cutscene asynchron wird. Einfach so richtig schlecht läuft. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass das hier auch passiert. So, ich glaube, den Dummel haben wir eingesammelt. Wir hätten einfach hochklettern können. Kann ich einfach dran vorbeilaufen? Ach, das klappt schon. Nehmen wir die paar Sachen hier mit. Ja, ja, alles gut. Ah, shit. Stimmt, die Festung zu fünft. Wie sehr sie mit ihren Buffs abgeht. Auch von hier sind ja zwei Dudes, die mit ihren Buffs abgehen. Kein Wunder, dass wir so komplett zugebufft sind hier. Dude.
So. Cool. Mega. Keine Ahnung. Nicht so viel. Oh, es hat ein bisschen was gebracht. Tyon auf 69. Nice. Heißt Grenzensprenger auf Englisch einfach Limit Break? Das fände ich nämlich cool. Something so valuable here. Ich möchte auch fast mal anmerken, weil vor ein paar Tagen meinte irgendwer, dass die Stufe 3 Ouroboros Kettenattacken irgendwie nicht so geil sind wie die regulären, welche dann in einer Kettenattacke Ouroboros bla enden. Stimme ich zu. Eine reguläre zu starten und das mit einer Ouroboros-Attacke zu beenden, ist irgendwie ein bisschen cooler, als direkt in eine zu starten. Sehr gut. Einfach gekonnten Kampfumgang. Alright, we made it to Rithia really. Hey big dude. What now? The mission proceeds as planned. Look for info that might relate to the prison camp. So, während die Action machen, gieße ich mir noch einen Drink ein. Voll gut. Das lief voll gut. Ist das so ein... Ah, guck mal, das ist so ein Feuer-Dude. Safest colonies with me on the job. Wee, 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 wee. The element of surprise! Keep it up, Neo! Nice move, Tyon! Demon Slayer! Demon Slayer! So, während die das bekämpfen, gehe ich mir kurz mal Eis holen. Ich bin gleich wieder da. Just
Zeug vom Kölner Dom bekommen. Unter anderem dieses gute Stück. In diesem Sinne, smasht mal den Abo- und den Follow-Button. Ich soll mit anbringen, dass es der Hamburger Dom ist, nicht der Kölner Dom. So, während er da oben am Rumdudeln ist, perfekte Gelegenheit. Sehr gut. Ey, seine Attacke ist großartig. Dass das halt jetzt immer schön über 150% geht, das macht mich schon ein bisschen happy, so. Sehr cool. Und dann... Sick. Mal schauen, ob das was wird. Oh, come on. Gerade. 1% drüber. Holy shit. Oh, shit. Jetzt haben wir einfach voll viel wiederbekommen. Yo, hau raus. Sollte hinhauen, glaube ich. Oh, definitiv, das kriegen wir hin. Über 150. Sick! Hau raus, Junge! Shit, ich glaube, es lässt sich nicht umgehen.
Das hier. Hau fucking raus. Oh mein Gott. Ich pfeife auf Loot. Ich will keinen Loot haben. Ich bin recht, dass ich diesen dubiosen Kram hier bekommen habe. Ist das eine entschokoladisierte Milchschnitte? Ich glaube schon. Ich glaube, das finde ich cool. Ich glaube, das kriege ich nicht auf. Das war cool. Die Vajar-Handschuhe klingen ziemlich stark. Was können die? Bei Seitenschaden 24% mehr Schaden. Das klingt eigentlich ziemlich cool, aber es ist alles irgendwie relativ nutzlos für mich. Oh, ich habe 2 Millionen Schaden gemacht, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, das ist echt praktisch, dass du dann einfach so ein bisschen Leiste mit dazu bekommst. Kann ich schon nicht verneinen, so. Das ist schon ein bisschen cool. Komm, wir, wenn, dann holen wir hier alle her. Oder auch nicht. Base ist einfach die restlichen da unten rumdüsen. Zumindest ist Juni hier oben. Nennt halt so ein bisschen Heilung. Ist schon sexy manchmal. Ich schätze mal, dass ich da rein muss, ne? Wie unerwartet. Was halt schon ein bisschen krass wäre, wäre, wenn... Wenn der Rest des Teams irgendwie hier mit wäre. Halt, was ist euer Problem da unten? Ich weiß, Treppen sind ein richtig krass kompliziertes Konzept, aber... Die ist extra 18 Meter breit, damit hier die ganze Gruppe fucking hochlaufen kann, Alter. Ihr schafft das, ich vertraue euch. Ich glaube, wir sind komplett, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Mädchen... Sag mir nicht, du bist da fucking runtergefallen, Alter, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, wir sind komplett. Ey, ich hätte ihnen zugetraut, dass die einfach jetzt sagen so, hahaha, wir fallen einfach wieder fucking runter, weil wir nichts können, so. Oh!
Verdammt. Ich habe tatsächlich mit ihr so einen Ring, welcher Fusionsschaden um 100% erhöht. Das heißt, es macht voll viel Sinn, dass wir mit ihr die ganzen Fusionsattacken machen. Versuche ich das immer so ein bisschen anzupeilen eigentlich. Sick. Wap wap. A bit of teamwork couldn't handle. Whatever happened to not being careless? Hä? War da nicht gerade? Vielleicht auch nicht. This was a nice find. Alles okay? Mein Kater klang gerade so, als würde er ein bisschen im Sterben liegen. Und ich war so, Das klingt nicht gut. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich habe die Daten an eure Iris übertragen. Seht doch einfach direkt selbst mal nach. Das sind Pläne des Gefangenenlagers, oder? Damit sind wir jetzt schon mal sehr viel schlauer als vorher. Gehen wir nach Winnisorg zurück. Oh, wo Kisame auf uns wartet. Warte, ich muss kurz mal meine Milchschnitte befreien, bevor sie anfängt zu schmelzen. Crazy stuff, Alter, was alles existiert. Prost. Interesting news. Damn. Eine schokoladisierte Milchschnitte, einfach. Ew, hier ist Schokolade auf einem Controller. Aber gut, wir müssen nach hier. Jetzt kann ich da nicht hin, weil mein einziger Warp-Punkt von einem Dingspunkt überdeckt ist, Mann. Wenn sie gleich laut wird, tut es mir leid. Oh Gott, das ist mit einer Hand gar nicht mal so einfach zu steuern, wenn ich ehrlich sein soll. Krüppel, krüppel.
Judging by the trajectory, it must have landed nearby. Komm schon. Oh mein Gott. Geht auch. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Ich glaube, das war das, ne? Dann gehen wir jetzt mal durch, was wir alles erfahren haben. Ich zeige euch mal, was er und ich aus den Kartendaten ziehen konnten. Erstmal geht es darum, wie wir auf die Insel selbst gelangen. Unterhalb von Schloss Agnus ist eine natürliche Höhle. Wenn wir einen Teil dieser Höhle aufsprengen und dort die Klippen hochklettern, gelangen wir über eine unbewachte Route hinein. Wenn wir das Ganze im Schutze der Nacht durchziehen, sollten wir so gut wie unsichtbar für sie sein. Stimmt, in der Nähe des Schlosses liegt eine Hickbucht. Von dort aus könnt ihr euch verstecken und warten, bis es dunkel wird. Nachdem wir die Klippen hochgekommen sind, gehen wir zur hinteren Seite des Lagers. Dort ist eine Lüftungsöffnung, seht ihr? Mein Plan ist, dort ins Lager einzudringen. Ein ganz schöner Höhenunterschied. Ja, raus kommen wir über diesen Weg nicht mehr. Abgesehen davon, dass die Identifikationsgeräte da drin aktiv werden. Ja, wenn einer von euch auffliegt, sind alle im Handumdrehen dran. Okay, und wenn alles gut geht, mischen wir uns da drin unter die Gefangenen. Einfach so. Diese Lüftungskanäle sind auch mit dem Zentralbereich verbunden, seht ihr? Wenn ihr eure Ankunft mit dem Morgenappell abstimmt, geht ihr komplett in der Masse unter. Solange ihr euch nicht super verdächtig benehmt, geht alles klar. Die Wärter verlassen sich ganz auf die Identifikationsgeräte. Holy shit, was für ein Scheißwort. Danach solltet ihr so schnell wie möglich mit Gondor Kontakt aufnehmen. Für die anschließende Flucht aus dem Gefängnis sind wir verschiedene Szenarien durchgegangen. Je nachdem, welches sich anbietet, muss sich jeder von euch auf seine Rolle konzentrieren. Wenn es euch gelingt, unbemerkt zu entkommen, trefft euch danach in der Patullierbucht mit Kisame. Die Rettung von Gondor hat höchste Priorität. Zur Not kämpft euch den Weg durchs Westtor frei, koste es, was es wolle. Gut, dann steht der Plan. Nun, sobald Vorbereitungen fertig sind, alle an Bord von Grenzgängerin gehen und zur Hickbucht rüber schippern. Ich bin bereit. Holy shit. Gib mir die Story in mein Popo. So, los geht's. Wow. Okay, sehr gut. Ich dachte, ich breche mir jetzt beide Beine. Ah, das war falscher Knopf. So, auf geht's. Ich mag's, wie schnell wir sind. Warum können wir nicht an Land so ein Reittier haben oder sowas, womit wir auch so ein bisschen schneller unterwegs sind? Ich meine, das Boot steuert sich wie so ein Auto aus einem Rennspiel. Das finde ich jetzt nicht unbedingt so schlimm. Was ich ein bisschen ätzend finde, ist, dass das Boot einfach überall aneckt und dann erstmal stehen bleibt. Also wenn du so 1 Zentimeter von so einer Wand weg bist, bleibt es einfach stehen. Und das ist halt richtig, richtig nervig. Ich stell dir einfach mal vor, Xenoblade Chronicles 3 auf dem PC mit Raytracing. Wie insane das wäre. Whoa, check this place out. Just as we'd heard, it's unlikely we'll be discovered here.
Let's take the opportunity to rest, then proceed with the infiltration. Ey, sie ist einfach so krass, dass sie auf dem Feuer steht. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Kann ich hier vielleicht noch was machen? Buah. Kann man eigentlich irgendwo diese Items suchen? Also, dass ich zum Beispiel sehen kann, wo zur Hölle ich Irrleucht-Blütennektar finde? Gibt's da in-game irgendwie so eine Funktion? It's massive. That's the Agnian Castle. And it's floating. Seen it before, Mia? Nope. First time for me too, like you guys. We never got any special training. If our intel's right, we ought to find a cave if we circle along anti-clockwise. Is that the one that then leads to the ventilation ducts in the camp? Yeah, that's right. Quickly. We need to get in before it gets light. Ich glaube, das mit dem Markieren ist einfach nur, dass du eine Benachrichtigung bekommst, wenn du das Item gefunden hast, dass das Item, was du schmieden möchtest, dann verfügbar ist. Also in Monster Hunter World kannst du auch Rüstungen und Waffen markieren und sobald du alle Items hast, hast du so ein Pop-up von wegen so, Rüstung ist jetzt bereit, geschmiedet zu werden. Daher gehe ich mal davon aus, dass das hier so eine ähnliche Geschichte sein wird. Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns zusätzlich nochmal aufleveln müssen. Hier ist alles 46, wir sind irgendwie 58 oder so. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das ist schon okay. Warte, vorher schaue ich nochmal, was klassenmäßig geht. Hey, sind wir noch Rang 8. Das ist ziemlich cool, aber das soll er erstmal noch behalten. Damit die anderen das ein bisschen lernen. Ich werde auf jeden Fall bis 0 Uhr machen, denke ich. Okay, sie lernt es gleich als nächstes. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und der Rest lässt sich auf jeden Fall Zeit. Naja, was soll's. Kriegen wir alles hin. Wird alles gut. Ja, ich gehe davon aus, dass wir einiges an krasser Story mitbekommen werden, wenn wir gleich in ein Schloss gehen. Von daher wird alles cool. Ich bin ready dafür. Oh, jetzt müssen wir gegen einen so ein Vieh kämpfen. Yeah.
Use it to the max! Unbreakable heart! So. Jetzt bin ich gespannt.